Ich hatte ja schon seit Jahren vor, dieses Programm, ich wusste noch nicht, dass ich es Weltenbrand nennen werde, dieses Programm zu machen. Weil ich wollte noch einmal die Lieder so klingen hören, wie ich sie mir beim Komponieren gedacht habe. Und dann war natürlich klar, dass ich dich gefragt habe. Wir haben ja seit 20 Jahren immer wieder sehr schöne Zusammentreffen gehabt mit deiner Bayerischen Philharmonie. Und du bist ja auch begeistert gern eingestiegen in den Gedanken. Dann dauerte das natürlich noch lang, weil es ist ja ein großes logistisches Unterfangen, so eine Tour zu machen. Aber ich muss dir sagen, unabhängig von deinem Dirigat, das ich sehr, sehr schätze, und dein Verständnis eben auch über die über Musikrichtungen hinauszudenken, in verschiedenen Musikrichtungen zu denken. Es ist eine solche Freude, was du an Musikern zusammengestellt hast. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit einem Orchester arbeite, sondern ich habe das Gefühl, ich arbeite mit einer Band. Deswegen war es mir ein ganz besonderes Anliegen, die Musiker wirklich handverlesen, einzeln auszusuchen, genau zu überlegen, wer kann welche Rolle übernehmen. Für uns, wir haben jetzt 12 Musiker aus 9 Nationen. Großbritannien. Österreich. Ägypten. Deutschland. Frankreich. Iran. Russland. Syrien. Serbien. Deutschland. 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 Unser Konzertmeister zum Beispiel, Ahmed Munib aus Ägypten, ist ein Star in Ägypten für New Classic Sounds. Ich habe ihn in München kennengelernt als Student. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Aber ja, wie er sich auch im Projekt hier und durch die Herausforderungen noch weiter entwickelt, erfüllt er alle Erwartungen, die ich hätte haben können. Für mich hier dabei zu sein, ist eine große Freude. Ich spiele als Konzertmeister des Orchesters und auch in einem Lied als Solist mit Konstantin. Und ja, es macht so viel Spaß. Der Johannes Wannekel hat ja wirklich sehr, sehr schöne Arrangements geschrieben und, ja, und Instrumentierungen. Und was mich besonders daran freut, Sie sind insofern so angenehm uneitel, Sie sollen nicht die Handschrift des Arrangeurs tragen, ja, sondern Sie gehen auf die Komposition ein. Ja, es war eine fantastische Aufgabe. Es ist ein Kammerorchester. Ich dachte erst, es wäre ein großes Orchester. Und jetzt ist es Kammerorchester, wobei da die Herausforderung drin liegt, dass man für eine relativ kleine Besetzung so schreibt, dass es trotzdem groß klingt. Leben ist Brücken schlagen. Ja, die Arrangements finde ich großartig, wie alle Arrangements, die der Jo für den Konstantin macht, weil er einfach genau spürt, was die Musik braucht. Und manchmal ist es ganz wenig nur. Das bringt dann Konstantins Text ganz nach vorne und es passiert zum richtigen Zeitpunkt immer genau das Richtige. Du sagst, du hast das Gefühl, es ist eine Band. Ich habe das Gefühl, es ist alles Orchester. Aha. Es gibt nicht Orchester und Band, ja, ja, sondern auch die Fanny und der Severin der und der Jo mit und du. E-Gitarre kommt, der gehört zum Orchester. Das ist ein Klangkörper. Ja. Und wichtig ist, dass es eben auch, und da sind, glaube ich, alle Musiker, die mit auf der Bühne stehen, mit einverstanden, dass es ein politisches Zeichen auch ist. Es ist halt einfach brandaktuell und es ist, also ich finde, dass einfach sogar viel mehr Leute sowas hören sollten, weil es einfach wirklich die Sachen widerspiegelt, die gerade zur Zeit falsch laufen. Das ist eigentlich so ein Alleinstellungsmerkmal für ihn, dass er einer der wenigen ist, die überhaupt für eine Sache einstehen. Man muss jetzt nicht alles teilen,
wovon er singt. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass jemand überhaupt mal Dinge anspricht und Diskussionen aufreißt. Und das ist ja eigentlich in der heutigen Zeit viel zu selten. Manche sagen, sind aktueller denn je, sind aber vor 40 Jahren geschrieben. Ich habe einen Traum, wir öffnen die Grenzen und lassen alle herein. Alle, die fliehen vor Hunger und Mord, wir lassen keinen allein. Es ist nicht nur durch die Vielfalt der Nationen, die wir dort haben, ein wichtiges Zeichen. Grenzüberschreitend, ja. Das entscheidende Schlusslied heißt ja dann auch, es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Aber eben mein Traum ist, dass eben die Frage gar nicht auftaucht, woher du kommst. Diese ist die Universal-Idee und Universal-Problem, wir haben in der Welt heute. Und es ist so wichtig für die Künstler, für die Musiker zu sprechen von dieses. Wir haben alles dieses Problem. Wo man dann doch auch merkt, wie wichtig das ist, sich immer wieder auch an viele Sachen zu erinnern, immer wieder drüber zu sprechen, zu kommunizieren und das nicht aus dem Kopf zu verlieren und da dran zu bleiben. Ich glaube, da ist jeder, der auf der Bühne steht, da ist keiner, der sich denkt, oh, ich möchte eigentlich was ganz anderes spielen, sondern ich glaube, da sind alle wirklich auch inhaltlich dabei. Und das ist, das war für mich auch immer entscheidend. Also ich hätte einen noch so guten Musiker, wenn er ein Stinkstiefel gewesen wäre, hätte ich ihn nicht genommen. Vor allem die Einstellung taugt mir ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen, was er selber hat. Also das ist genau meine Welle eigentlich. Wenn ich ein Dichter wäre und wenn ich wirklich Lieder schreiben würde für mein Leben, dann würde ich es genauso schreiben wie Konstantin. Also, aber er hat es schon gemacht und schade. Ja, kann ich nichts dafür, ja. Das macht mir wohl. Ich habe das Gefühl, dass die richtig mit Leib und Seele dabei sind. Und volle Begeisterung und Engagement und dazu noch ihre verschiedenartigen Temperamente einbringen, wenn man das so sagen kann. Das ist einfach eine Freude, das zu spüren. Also ich danke dir. Ja, es ist toll, mit dir zu arbeiten. Wir danken. Und ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind auf den schönen Sound, in den ich eingebettet sein darf. Ja. Lass uns hier zusammen stehen. Es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lass uns jetzt zusammen stehen. Es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lass uns lieben und besiegen wir den Hass und Zärtlichkeit. Lass uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lass uns lieben und besiegen wir den Hass und Zärtlichkeit. Yeah. Lass uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen wir den Hass durch Zärtlichkeit. Wir werden immer besser von Mal zu Mal. Wir werden immer besser. Ich danke dir, mein Lieber. Danke, Konstantin. Danke.